mein Kanal. Wir machen weiter mit Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. So. Können wir hier noch irgendwas großartig machen? Das, ich denke mal, wir müssen in die grüne Kabine da. Oh, wir reden mal eben mit dem hier. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wär's mit ein paar Zielübungen? Okay, gerne. Okay, oh Mann, ich kann noch gar nicht schießen. Ich treff doch nix. So, vielleicht muss ich auch gar nicht viel machen. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Okay. Zack. Magazin eingeführt. Drücken Sie die linke Maustaste zum Feuern. Drücken Sie die rechte Maustaste zum Nachladen. Töten Sie Terroristen, um Zeit zu gewinnen, aber wenn Sie Zivilisten treffen, wird Ihnen Zeit abgezogen. Ach du Scheiße, ich bin zu langsam. Nee, das ist eine Geisel. Zack. Seht ihr das, wie ich andauernd verziehe? Aber irgendwas stimmt auch mit dem Mauspad nicht. Ich rutsche auch viel zu schäbig hier hin und her. So, weißt du, wie langsam ich bin im Zielen, ey. Das ist so schlecht. Sag da doch mal was zu, ey. Peinlich. Weil es sollte eigentlich reichen, oder? Es war super schäbig, aber... Zack, weg mit dir. Weg. Weg. Ich merke das schon hier, ich werde jetzt schon zum Shooter-King werden. Ich merke das schon, ey. Es geht hier total ab. Ihr merkt das wahrscheinlich. Zack. Du auch. Ja, ihr könnt euch auch ruhig bewegen. Habe ich jetzt gar kein Problem mit. Ihr seht es ja, wie das hier so abgeht, ey. Nein! Ich hätte nichts sagen dürfen. Das war richtig schlecht. Warum habe ich auch bloß was gesagt? Da, fick dich. Kann nicht angehen. So. Aber ich bin so schlecht, ey. Ich bin so schlecht. Warum habe ich denn bloß meinen Mund aufgemacht? Genau, erstmal nachladen, ne? So, ey, ich weiß auch gar nicht, wie lange man das hier machen soll. Ach, das ist so Wurst. Bin aber auch schlecht, ey. Aber jetzt ist auch langsam vorbei hier. Präzision ist nur noch bei 78. Alter, das ist unmöglich für mich. Das ist unmöglich für mich noch zu treffen. Also für mich jetzt, für euch wahrscheinlich besser. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen könnten. Und was möchten Sie über den Kirstenfall wissen? Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt und als er vor den Kochutensilien steht, schnappt sich einer ein Messer und ersticht ihn brutal. Das Opfer? Was wissen Sie übers Opfer? Ein Durchschnittsbürger war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was. Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Komisches Zeug. Sah aus wie eine Schlange oder sowas. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision, oh Mann. Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn er Chirurg wäre. Okay. Naja, trotz unserer Schlechtigkeit beim Schießen wurden wir noch gelobt. Ich weiß auch gar nicht, ob man... Zack. Okay, nehmen wir nochmal die Waffe. Och man, warum? Muss ich jetzt schon wieder schießen? Tatsache, ey. Wieso tun die mir das an? So schlecht.
jetzt, ne, wo das so langsam geht, da ist noch alles okay. Aber ich merke schon, nach Fahrenheit, ne, also wenn wir mit Fahrenheit abgeschlossen sind in der Action-Abteilung, muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Denk mal. Vielleicht ab Teil 3 oder ab dem. Weiß ich, ob es ein Teil 3. Ne, Teil 3 gibt es ja nicht für den PC. Teil 4, also Modern Warfare war das. Ich glaube, ab da ging ja die Auto-Selbstheilung los und da brauchte man keine Medipacks mehr. Ab da können wir mal versuchen, ob wir es dann mal ein bisschen hochschrauben, das Niveau. Weil ich glaube echt, bei Call of Duty, das könnte man das echt schaffen. Wenn man auf einen höheren Schwierigkeitsgrad sich dann gewöhnt, dass man besser wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ne? Auf jeden Fall, unter normal werden wir kein Spiel spielen, weil das hat keinen Effekt. So. Ich weiß auch gar nicht, wie lange müsste man dann... Das war zu langsam. Mann, ich bin einfach zu langsam in Shootern. Ich kann nicht shootern, ich bin einfach zu schlecht da drin. Ja, oh, das ist so dreckig. Treff doch mal. Was machst du denn da? Das ist einfach... So, den habe ich noch getroffen. So, den habe ich nicht getroffen. Den auch nicht. Den auch nicht. Oh Mann. Okay, dabei wollen wir doch noch weitere Fragen stellen. Das können wir nur, wenn wir ein... Einfach so langsam, ey. Mann, oh Mann. Alter Schwede, ey. Nein! Na, egal. Wir lassen die Zeit jetzt ausklingen. Exzellenter Schuss. Sie sind ein Naturtalent. Na, geht so. Die Untersuchung? Sie stellten die Untersuchung dann sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. 3 Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der 2 Monate zurücklag. Dann noch einen und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Okay. Verhaftung? Und die Täter wurden stets verhaftet? Nein. Entweder begangen sie Selbstmord, bevor wir eintrafen, oder wurden verrückt. Aber alle gingen genau gleich vor. Sie durchtrennten dem Opfer stets die Herzarterien. Ganz akkurat. Dann ritzten sie sich eine Schlange in die Arme. Okay. Und dann? Was war dann? Der Fall Kirsten wurde mir ohne Erklärung entzogen. Sie köderten mich mit einem Job als Ausbilder der Polizeiakademie, den ich dann annahm. Aber diesen Fall habe ich nicht vergessen. Ich bin davon überzeugt, an der Sache ist was faul. Und deswegen haben sie mich abgezogen. Damit ich meine Nase nicht da reinstecke. Ja, okay, das stimmt. Als ich vorhin den Fall nannte, erwiderten sie sofort, dass die Akte Geheimsache ist. Aber woher wussten sie es? Jede einzelne Akte zu all diesen Morden wurde für geheim erklärt und ad acta gelegt, ohne sie je miteinander in Bezug zu setzen. Seltsam, finden Sie nicht? Diesen Fall sollten Sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Oh nein, müssen wir wieder schießen. Ich will nicht. Gib mir das nicht an. Ah, sehr gut. Wir müssen nicht nochmal schießen. Okay. Oh Mann, dabei werden so viele Spiele, die ich noch habe, alle auf Schussbasis sein. Mann, oh Mann. Okay, wir spielen Lucas Kane wieder. Es schneit. Es ist nachts. Wir sollen scheinbar zu irgendeinem Haus, was da oben rechts gerade eingeblendet wird. Ach ja, Haus befindet sich in dieser Straße. Achso. Warum also irgendwo anders so? Ich weiß nicht. Moment, Moment, da sitzt doch jemand. Können wir den untersuchen?
Mann habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich nicht. Na gut. Wow. Ja, hup da mal. Rast hier durch wie so ein Wilder. So, jetzt müssen wir natürlich das Haus mit der... Da ist es ja. Ach so. Ich weiß jetzt ja nicht. Ist hier jemand? Das Haus, das sieht jetzt nicht gerade sehr vielversprechend aus. Oh, da ist eine Tarotkarte. Erstmal schauen wir uns im Kühlschrank. Achso, ich wollte gerade sagen, erstmal genehmigen wir uns da irgendwas aus dem Kühlschrank, aber das ging dann doch nicht. Alte Teller auf einem Regal. Ja, und wieder herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade zuschalten, ne? Können wir da was machen? Da liegt ein Messer. Ein Messer. Okay, So, was haben wir hier? Hier haben wir Vögel. Und hier sind sehr viele sogar. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Sieht echt so aus, ne? Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Ja. Das sieht echt so aus. Hier sind nur Krähen drin. Okay. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Ja, du bist echt... Ich hab schon freundlichere Haustiere gesehen. Ja, Lukas, aber hast du schon erkannt, ey? Hier sind echt nur Krähen. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier muss man doch noch was machen können, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir gehen mal hinaus. Hier kann man scheinbar sonst nichts weiter machen. Gut, gehen wir mal den dunklen Wald. Keiner zu Hause? Wer wohnt denn hier? Gruselig, Leute. Telefon. Eine Art afrikanisches Totem. Ja, keine Ahnung, ob das afrikanisch ist oder sowas. Ey, das sieht ja unheimlich aus. Die Uhr ist stehen geblieben. Ja, kein Wunder. So schlecht wie die aussieht, kann sie ja nichts bewegen. Eine ausgestopfte Eule. Okay. Was haben wir noch? Eine ausgestopfte Krähe. Ach. Kerzenständer, ein altes Zauberbuch. Wie unheimlich. Oh Mann, wo sind wir hier bloß gelandet? Wo hat uns denn unser Bruder hier hingeschickt? Und das als Pastor. Sind Sie Agatha? Warum möchten Sie mit Agatha sprechen? Pater Marcus Kane schickt mich her. Ich habe Probleme und muss mit ihr darüber sprechen. Probleme? Und wer hier auf Erden hat die nicht? Ja. Aber bei uns ist es halt ein bisschen anders. Man kann auch ohne Augen sehen. Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Okay. Machen wir doch gleich. Ich würde mich gerne erstmal nochmal bei Ihnen im Zimmer umschauen. Da gibt es ja auch ein Badezimmer. Ah, aber... Okay, Eine Messingbadewanne. Die ist sicher 100, wenn nicht gar 200 Jahre alt. Ja. Echt, aber wie soll die das denn noch alleine machen? Oh, hier war eine Tarotkarte, okay. Gut, dass wir hier lang gelaufen sind. Na gut, einmal wieder hinaus. Ja, dann wollen wir Agatha auch nicht lange warten lassen. Dann schieben wir sie doch mal. Und los geht's. So, einfach in die Tür. Hopp. Zup. Boing. Und weiter geht's, Lukas. Da,
Die mag halt ihre Krähen. Dann wollen wir da mal hin, ne? Vögel sind einmalige Tiere. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Besessen? Ich habe jemand umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett, füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Okay. Wenn sie das so möchte, ne? Fuck, da ist natürlich ist da nichts drin. Die Frage, hätten wir die andere Schublade zuerst genommen, wäre das dann anders gewesen? Ich weiß es nicht. So, die nehmen wir mal eben raus. Ja, dann wollen wir die noch mal eben füttern. So, da ein bisschen. Das ist ja wie im Zoo hier. So, da haben wir eben. Können wir da auch füttern? Der geht scheinbar nicht. Okay. Aber der noch. Der mal. Okay. Hier vielleicht noch. Wenn Lukas daran kommt, ne? Scheinbar will er nicht alle füttern. Aber die beiden, die. Hallo? Hä? Die beiden gehen doch wohl, oder? Haben Sie eine Vermutung, was den Kontrollverlust ausgelöst haben könnte? Vielleicht ein Getränk? Ein besonderer Ton oder ein Bild? Irgendwas Ungewöhnliches? Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt erinnere ich mich ab dem Betreten des Restaurants bis zu dem Moment, wo ich wieder zu mir kam, an nichts. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? Ja, ich sehe Dinge, als nähme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münder. Oh mein Gott! Was weiß sie? Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Okay, das machen wir dann auch gleich. Die scheint irgendwas zu wissen. Okay. Zack. Alter, das eiert auch total rum, das Ding. So, da nochmal eben durch. So, jetzt. Wohin? Achso. In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Okay. Schubladen. Schubladen, Schubladen. Schubladen. So, schauen wir mal. Da nichts drin. Diesmal haben wir schon die untere zuerst genommen, ey. Ah, Kerzen. Jupp. So. Einmal aufstehen. Plopp. Plopp. So, und hier noch eine dritte. Plopp. Gut, dann rennen wir mal eben fix zur Küche. Holen die Sträuchhölzer. Die Sträuchhölzer, ja. Ja, ja. So heißen die Dinger. Alles aus Sträuchen.
So, wo... Eine alte Spüle. Ja. Ein alter Holzofen. Die Kaffeekanne ist noch heiß. Ach, da liegen die doch. Okay, das nehmen wir mit. Oh Mann, hoffentlich kann Agatha uns dabei helfen. Oder Agatha. Oh, egal. So. Okay, Agatha. Geht gleich los. Ich nehme mal eben hier die Kerzen an. Was macht denn der Strahl? Ah, wieso macht er das denn wieder aus? Damit hätte man doch locker alle drei Kerzen anziehen können. So eine Verschwendung. Also dann wundern die Leute sich immer, dass sie dann auf einmal keine Streichhölzer mehr haben, wenn es drauf ankommt. So. Perfekt. Löschen Sie nun das Licht. Vorhänge zu. Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Mhm. Okay, das... Das Licht löschen. So, Licht ist aus. Vorhänge zu, hat sie gesagt. Aber hier ist schon ganz schön dunkel, muss ich sagen. So. Da war, schien noch ein bisschen Licht durch. Setzen wir uns mal. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Um das Ganze zu verstehen, gibt's nur eins. Sie müssen tief in ihr Unterbewusstsein eindringen. Wer immer es war, der sie dazu zwang, diesen Mord zu begehen, hat sich aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Aber in ihrem Unterbewusstsein muss er eine Spur hinterlassen haben. Sie können sie finden. Aber es bedarf einer anstrengenden Zeremonie, die nicht ganz ungefährlich ist. Wollen Sie oder wollen Sie es nicht versuchen? Ich will es. Genau. Ihre Hände, bitte. Okay. Jetzt die Augen schließen. Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Genau. Wir sind vereint. Lukas, sind Sie da? Ja. Kehren Sie zum Restaurant zurück, kurz bevor alles begann. Vergessen Sie alles Überflüssige und wandeln Sie beliebig durch Ihr Gedächtnis. Das war noch einfach. Wo sind Sie, Lukas? Ich stehe vor dem Restaurant. Dann betreten Sie jetzt das Restaurant. Okay. Super. Ah, der Blick, der wird jetzt auch klarer. Was sehen Sie? Ich sehe Gäste und die Bedienung. Sehen Sie den Tisch, an dem Sie saßen? Ich suche ihn. Da ist ein Polizist. Er sitzt an der Bar. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tisch. Ah, wir haben ja gelernt, einmal darf man sich ja verdrücken. Okay, da sitzen wir scheinbar. Dem Tisch, nee. Aber er ist leer. Haben Sie noch nicht an Ihrem Tisch gesessen? Doch, habe ich. Denn mein Essen steht bereits da. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. Im Toilettenraum. Der andere Mann auch. Was macht er? Er pinkelt. Er ist völlig ahnungslos. Und Sie, Lukas, wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich nicht.
Da bin ich. Ich war in einer Toilettenkabine. Oh mein Gott, ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Immer ruhig bleiben, Lukas. Schön konzentrieren. Ich kann meine Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf den Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Aber ich habe mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie nochmal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen. Verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Okay. Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Ja. Shakespeare. Der Sturm. Was sehen Sie noch? Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte? Das ist eine Passage aus Shakespeares Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Eins meiner Lieblingsbücher. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und... Jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen. Als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt, Lukas? Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Luke. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum doch viel mehr als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Naster Nachtitlan Kastanichli Kvechnitlanar Nastilan Kvechni Kratzmar Kvechtinar Vatamar Kvechnitlan. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell. Ich befehle Ihnen, dem Mann dicht zu folgen. Er geht durch die Hintertür. Folgen Sie ihm. Ihre Seele ist mit der Seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Versuch's ja. Ich bin gerade total ruhig. Okay, man will ja auch ein bisschen von der Story hören. Ne? Oh, die Sicht wird immer kleiner. Ich sehe fast nichts mehr. Sie kennen diesen Mann, nicht wahr, Agatha? Nein, ich weiß nichts. Ich bin nicht sicher, wer er ist. Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fühlten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agatha? Was hat der Mann mit mir getan? Gehen Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist.
Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich muss erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich mehr. Okay. Na gut, wenn sie so sagt, ne? Aber sie hat das wahrscheinlich schon mal gehört. Okay, wir spielen zuerst wieder Carla Valenti. Los geht's. Unsere kleine Lara, ne? So, ihr kleinen Kinder, ne? Augen zu. So, aber ist ja auch schon alles wieder gut. So, ja, wir haben jetzt frisch geduscht. Da war eine Karte. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Telefon klingelt, das ist ja nervig, ey. So, können wir uns nicht mal eben umziehen hier? Obwohl, können wir auch eigentlich so bleiben, oder? Aber wer weiß, vielleicht kommt nachher noch jemand. Ah, Mann, das klingelt und wie hartnäckig. Okay. Bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Wachs es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend dürfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. Gut. Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich können wir auch so bleiben, oder? So kalt war es seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich hasse den Winter. Alles ist leise und bewegungslos. Als wäre alles tot. Hoffentlich dauert er nicht lang. Okay, ziehen wir uns mal eben was Passendes an, wenn die hier schon friert, ne? Die ist ja auch ganz alleine hier. Dann wollen wir ihr doch auch mal helfen, warm zu werden. So. Gut. Jetzt sollte es schon besser sein. Dann schauen wir uns doch mal um. Was haben wir denn hier alles? Hier läuft eine Musik im Hintergrund. Aber hier. Ein Gäste-WC. Na gut, man kann sich natürlich auch mal eben schnell erleichtern zwischendurch, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Häuser eh geiler, die hier nochmal ein separates Klo haben. Muss ich echt sagen. Ne? Da kann wenigstens einer in Ruhe duschen, während andere ordentlich einen reinpflanzt. Ne? Muss ja nicht jetzt hier jeder gleich mitkriegen, wenn du da die Schüssel voll donnerst. So, was haben wir denn hier Schönes im Kühlschrank? Das sieht aus wie Joghurt. Nur Joghurt? Das ist nicht gesund. Aber was haben wir denn hier? Okay, das mal wieder zu. Ist hier noch was? Moment, da war doch noch... Hä? Wo ist der hin? Was? Auch nichts. Nutella. Wer kennt sie nicht? Die Nutella. Nee. Da ist auch nichts drin. Gut. Da kann man doch bestimmt was von nehmen, oder? Also, ne, wenn die nur so wenig ist, dann reicht die Pizza für eine ganze Woche. Was ist eigentlich mit diesem komischen Baum hier los? Ich
So, was können wir denn... Ah, wer ist das denn? Wer könnte das sein um diese Zeit? Ich erwarte niemanden. Na gut, wir gehen... Meine Nachbarin würde sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Hm? Müsste ich wohl haben. Ja. Nur wo? Ne, setz das dich, Tommy. Ich suche sie. Ja, das haben wir doch schon gesehen. Die waren im mittleren Schrank. Die haben wir doch schon gesehen. So, genau. Den einmal. Raus damit. So, dann stellen wir die jetzt mal hier hin und setzen uns erstmal an den PC, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier. Okay, das Fax ist noch nicht durch. Achso. Wir müssen es hier hinsetzen. Okay. Einen Toast? Okay. Auf was? Die Liebe. Was sonst? Auf die Liebe. Ja, okay. Machen. Was macht die Arbeit? Wie läuft die Arbeit? Eher gut. Diesen Monat habe ich von meinem Team den zweithöchsten Gewinn erzielt. Super, was? Das nervt allerdings einige meiner Kollegen. Die machen sich über mich lustig. Ist mir aber egal. Ich tue, was ich will. Okay. Hat sich irgendwas verändert? Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer, in New York schere sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Aber von wegen... Für die sind wir alles, nur nicht normale Leute. Hm. Noch immer allein? Worauf wartet ein so hübsches Mädchen wie du? Such dir einen netten Freund. Eins ist in New York bestimmt nicht Mangelware. Attraktive Männer. Ich weiß nicht. Danach ist mir zurzeit irgendwie nicht. Meine letzten Romanzen waren stets ein Riesenreinfall. Ich habe momentan auf nichts und niemanden Lust. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarten? Um deine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Okay. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Okay. Misch, misch, misch. Misch, misch, misch. Misch, misch, misch. Die mischt immer nur die gleichen Karten, ne? Misch, misch, misch. Ich denke mal, das reicht. Nimm zwei Karten. Okay. Mit den Charaktersteuertasten können Sie die Hand bewegen. Mit Eingabetaste können Sie eine Karte wählen. Alles klar. So, dann nehmen wir einfach die. Und die. Dich erwartet eine dunkle Zeit. Eine Flucht. Und große Gefahr. Leg zwei dazu. Okay. Dabei hätte ich jetzt beim ersten Bild noch was Freundliches gedacht. Da ist jemand. Du folgst ihm und er macht dir Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch zwei Karten. Mhm. Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ist schon in Ordnung.
Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch zwei Karten. Okay. Ja, ist echt nicht so spannend, dann so erfreulich. Ein Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Gute Nacht, Carla. Gute Nacht, Tommy. War ein netter Abend. Komm bald mal wieder rüber, okay? Versprochen. Mann, da hat er uns total runtergezogen, der Tommy. Was soll denn das? Na klasse, kann man sich das nochmal anschauen? Wird mein Leben wirklich so düster sein? Er erwähnte ein Kind. Ich glaube zwar nicht an diesen Kram, aber trotzdem wird mir dabei unbehaglich. Ja, muss ich jetzt auch sagen. Können wir noch ein Stück Pizza essen, dass wir uns ein bisschen wieder aufbauen können? Weil das finde ich jetzt echt gemein. Ne, da passiert natürlich nichts mehr. Natürlich. Okay. Ja, schauen wir doch mal. Was haben wir denn an unserem PC? E-Mails, Valium. Die hatten wir doch schon, oder? Hi. Die E-Mail haben wir, glaube ich, auch schon gelesen, bin ich der Meinung. So. Ja, das ist egal. Ups. Drück immer Escape, ey. Man ist das so gewohnt. Gut, dann switchen wir rüber zu unserem anderen Charakter. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt. Was können wir denn hier noch so machen? Da ist nichts. Da ist nichts. Oder es geht gerade nicht, weil wir halt den Zettel in der Hand haben. So, das haben wir abgesendet. Können wir irgendwas machen? Ups. Steht irgendwas im PC noch drin? Von Sam Tyler. Es tut mir so leid, dass wir uns heute Morgen gestritten haben. Ich habe einfach Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Ich liebe dich, Sam. Hatten wir die Mail schon? Bin ich mir gar nicht so sicher. Bla 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 bla. Oh Mann, lauter Börsenlisten. Wie man sich dafür bloß interessieren kann. Die... Moment mal! Ich hab's! Ich muss sofort Carla anrufen. Ah! Ja, okay. Das ist natürlich sehr fies. Hallo? Es ist eine Börsenliste, Carla. Das Lesezeichen wurde in einer Bank gedruckt. Natürlich! Wie blöd von uns. Wie kamst du da drauf? Ich war im Internet. Wir hatten es die ganze Zeit direkt vor der Nase, ohne es zu sehen. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, in welcher Bank es gedruckt wurde. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich rufe gleich zurück. So, da wechseln wir dann doch mal eben zu Carla rüber. Ach, der ist schon total müde. Ach du Scheiße. Lass uns mal eben wieder zwitschen.
So, dann mal eben zu deinem Faxgerät hin. Ist nur die Frage, was machen wir damit? Du hast eine Idee, hast du gesagt? Ah, Moment, hatte Tommy nicht gesagt, dass er bei irgendwie so einer Gesellschaft arbeitet oder sowas? Wo wohnt er denn hier? Tut mir leid, dich zu stören, Tommy. Keine Sorge, ich war sowieso noch nicht müde. Worum geht's denn? Es geht um eine Untersuchung. Und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Eigentlich schon, denn Bankpapier hat immer ein Wasserzeichen. Mit dem ID-Code der Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tom. Gute Nacht. Nacht, Carla. Okay. Super. Ich rufe Tyler an. Genau. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Was für ein Hin und Her. Na gut. Dann einmal wieder rüber. Wo hast du das Paper jetzt hingelegt denn? Tyler? Wo hast du das hingepackt? Ach da. So, am besten gegen das Licht einmal halten. Du, was? Warum? Na gut, vielleicht geht das ja, wenn wir uns hinsetzen. Hä? Ach. Jetzt? Das sah aus, als wär's dich schon an. Bewegen Sie das Licht mit Hilfe der Joysticks oder der Richtungstasten. Alles klar. Ich sehe das Licht nicht. Ja. Ich glaube, ich hab's. Tyler? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Nein, ich gehe lieber selbst, wenn du nichts dagegen hast. Ich möchte sehen, wie unser Mann aussieht. Wir treffen uns dann später auf der Wache und ziehen Bilanz. Bis morgen, Tyler. Okay, bis dann, Carla. Oh, das wird für Lukas dann nicht so gut. Wenn die hübsche Clara dahin kommt. Ruft denn so spät in der Nacht an, ey. Ach man, okay. Was ist denn hier los? Lucas Kane? Naster Nachtitlan Kastanichli Kvechnitlanar Nastilan Kvechni Leute? Ratsmars Kvechtlinar Vatanov Kvechnitlar. Leute, was geht hier ab? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass er versucht, uns auszuschalten. Denkt ihr das auch? Aber dadurch, dass wir ja ein bisschen besser geworden sind, ich habe das bisher ganz gut. Wow, das war super knapp. Ach du Scheiße. Ui. Das war super knapp.
echt aufpassen, weil wir haben auch nicht so viel. Alter, das hat gerade noch gepasst. Mann, ey, konzentrier dich doch mal. Was ist denn los hier? Hä? Das kann. Das hundertprozentig habe ich gedrückt. Alter, die ganze Wohnung fliegt auf uns zu, ey. Nö, nicht das Getippel hier. Da werden die Finger mal so schnell müde von. Komm schon, Lukas. Beeil dich. Ey, das war mies. Das war mies. Mitten im Getippel. Aua. Ey, wir haben noch 2 Herzen. Oder Punkte. Oder was auch immer. Alter, was geht hier ab? Und vor allem, warum kriegt das denn keiner mit? Das muss doch total laut sein. Ui. Komm schon, Lukas. Du schaffst es. Tippel, tippel, tippel. Komm schon, wir müssen aus der Bude raus. Oh. Lukas, mach keinen Witz. Kein Scheiß. Ah, oh, toll. Das war's. Nein! Lukas war einfach nicht stark genug. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete die Todesursache Selbstmord. Ich werde nie herausfinden, was mir an jenem kalten Januar. Ja, Selbstmord, wir haben mit unseren eigenen Möbeln auf uns geworfen, ja. Nie erfahren, was so macht man das dann halt. Okay, letzter Speicherstand, hoffentlich. Ah, sehr gut. Hoffentlich haben wir dann auch wieder alle Leben. Jupp, die haben wir wieder. Eins fehlt auch noch. So, jetzt mal ein bisschen mehr Concentration hier. Ja, es sieht so leicht aus, Leute, aber... Man hört es direkt, man schimmelt sich so schnell. Mann, jetzt konzentrier dich doch mal, ey. Bist du denn doof oder was? Ach, das gibt's doch nicht. Aber das hat wieder... Mann! Ich glaube, ich muss gleich erstmal was essen. Wobei, ich habe eigentlich gar nicht Hunger. Ich muss nicht mehr trinken. Das könnte sein. So, aber das war jetzt schon besser. Mann, nein! Die ganze Wohnung fliegt zu uns hin. Nur weil dieser Böse, der uns ja zu Anfang des Spiels kontrolliert hat, nur weil er schon da versucht, uns aufzuhalten. Wupp. Aha. Okay, jetzt geht's wieder los. Wir haben erst ein Leben bisher verloren, aber das soll noch nichts heißen. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Ausgewichen. Nein. Komm schon, Lukas. 3 hast du noch. Dreimal kannst du noch einen auf die Mütze bekommen, bevor du wieder umkippst. Sehr schön. Und weiter getibbelt. Komm schon, wir müssen raus aus dieser Bude, ey. Das ist nicht gut hier drin, wenn wir hier bleiben. Wupp. Wupp. Wow. Die schönen Bilder. Und die Blume. Unsere Lieblingsblume. Und die Vase. Die ist antik. So, jetzt aber raus hier. Wow. Was? Was ist das? Was ist jetzt hier los? Kein Flur mehr? Ey, ist das jetzt echt oder ist das ein Traum? Oh, komm! Lukas! Aber er hat ja auch eben gesagt, dass wir gestorben sind, ne? Alter, was ist das für ein Typi, der uns hier mit irgendwelchen Zaubereien angreift?
Hui. Hey. Nein! Hör auf damit! Wow! Nein! Och, scheiße, Leute! Es tut mir so leid. Damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete die Todesursache Selbstmord. Ja. Ich werde nie herausfinden. Oh, nein, müssen wir es jetzt alles nochmal machen? Oh, Leute, ey. Na gut. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei, wie man weiß. Mann, ich muss mich echt mehr konzentrieren, ey. Ich dürfte mich aber auch nicht mehr ablenken, ne? Oh, nicht gerade fair von euch. Darum soll ich hier mit euch sappeln und sowas. Dabei geht es hier um Leben und Tod. Man sieht... Ach du Scheiße, ich bin wieder vertippt. Ihr seht es doch. Hui. Nein! Oh, das ist diesmal. Weg! Weg! Runter! Hoch! Über! Seite! Super gemacht, Lukas! Komm, diesmal schaffst du das, Mann! Diesmal schaffst du das! Lukas hat schon gute Reflexe. Hä? Ich habe hundertprozentig gedrückt. Hundertprozentig habe ich in die richtige Richtung gedrückt. Na gut. Ist nun mal so. Ey, ich hab gedrückt. Scheiße, ey. Noch drei. Komm schon, Lukas. Runter. Runter. Seitlich. Und weiter getippelt. Komm schon, jetzt noch einmal zur Tür. Jetzt kommen ja gleich die ganzen Bilder wieder auf dich zugeflogen. Komm schon. Upp. Runter. Zur Seite. Runter. Ui. Jetzt aber raus hier. So, jetzt nochmal wieder hineinziehen. Und dann müssen wir es echt... Wir müssen es schaffen, ey. Kommt schon. Ja, kommt schon. Ach, gerade noch so geschafft, ey. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Oh. Nein! 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 Aber es hat... Nein! Jetzt? Willst du mich verarschen? Der ganze Boden... Hä? Die Wohnung löst sich auf. Alter, wo sollen wir denn hin? Leute? Warum kriegt das keiner mit? Genau, zu dem Balkon, los! Lukas, du schaffst es! Auf zum Balkon! Boah, da sind wir in Sicherheit. Hm. No! No! Okay.
Okay. Lukas' Geschichte verfolgte mich die ganze Nacht. Ich musste zu ihm, musste ihn sprechen, um zu erfahren, was Agatha ihm erzählt hatte. Ich wollte ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und die Wahrheit hören. Ich war noch nie bei ihm gewesen und fand seine Wohnung nicht so verrückt. Ja, dann... Auf den Klingeln stehen die Namen der Mieter. Nein, hier wohnt Lukas nicht. Ja, wo wohnt der denn? Er hängt am Balkon. Wir müssen ihn retten. Moment, das müsste die Tür sein, ne? Lukas Kane, hier ist es. Sehr schön. Klingel. Komm schon. Hack es. Oh. Lukas? Lukas, mach schon auf! Lukas! Alter, Markus. Ich könnte schwören, da drin hat jemand geschrien. Dem Portier zufolge ist Lukas zu Hause, aber er macht nicht auf. Lukas ist in Gefahr. Mir bleibt keine andere Wahl. Okay. Sehr schön. Kinder, los. Lukas! Oh mein Gott! Zieh ihn hoch! Komm schon, zieh! Lukas, um Himmels Willen! Bist du verrückt? Was ist mit dir los? Die Wände wurden weggeblasen. Der Wind, der Sturm, ich... Warum hast du das getan, Lukas? Warum? Jemand versuchte, mich umzubringen. Um Himmels Willen, Lukas! Außer mir und dir ist hier doch niemand. Du warst allein, als ich ankam. Ganz allein, Lukas. Ich verstehe nicht, was los ist, Markus. Was ist mit mir los? Beruhige dich, Lukas. Alles wird gut. Ich werde dir helfen. Ganz sicher. Komisch. Das ist alles nur in unserem... Ich hatte Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich. Ich spürte, wie ich abglitt. Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Was ist los? Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Die Polizei, sie haben mich. Ach du Scheiße. Gibt's hier irgendwas, was wir vernichten müssen? Oder warum können wir uns hier so umschauen? Aufstehen. Ah, da ist dieses Stück Papier. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Nimm den weg. Oh, das verstecke ich am besten. Ja, genau. So, dass man das nicht sehen kann. Okay. Noch irgendwas? Irgendetwas, was wir verstecken müssen? Richard der Dritte. Ich lese gern Shakespeare. Sein nüchterner, verzweifelter Stil gefällt mir. Auch das weg. Das Buch gab Markus mir zusammen mit dem, das ich im Restaurant vergaß. Das sollte ich besser wegtun. Okay, mach das schnell! Schnell! Boah, war das knapp. Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lukas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sie möchten mir Fragen stellen? Nun, man kann nie wissen. Dauert nicht lange. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt?
Nein, der könnte überall gedruckt worden sein. Schauen Sie mal genauer hin. Das Wasserzeichen enthält den ID-Code Ihrer Bank. Das heißt, das Papier stammt von hier. Das ist mir völlig entgangen. In der Tat, dann muss dieses Papier von hier stammen. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt es hier über 100. Okay, jetzt versuchen wir das mal. Was passiert eigentlich? Dieser Typ ist irgendwie seltsam. Als ob er etwas zu verbergen hätte. Ach, dann hören wir für Clara, ist das jetzt, wenn wir drücken. Oh nein, nicht wieder diese Tiere. Alles in Ordnung, Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Okay, da reißen wir uns natürlich Lässt selber in die Scheiße. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Ups. Was hat der bloß? Meine Fragen scheinen ihn zu stören. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Das ist mehr, wir schädigen Lukas damit jetzt, wenn wir das alles richtig machen. Das ist doch doof. Das sollten wir vielleicht mal sein lassen. Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Wer soll das denn Erkennen sein? Kennen Sie jemanden? Ne, noch nie gesehen. Tut mir leid, ich kann mir Gesichter schlecht merken und ich habe hier mit Unmengen von Leuten zu tun. Natürlich, aber ein Versuch war es trotzdem wert. Dieser Typ hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Phantombild. Vielleicht ist er's. Ey, diesmal... Nee, ich drück nicht. Nee. Ganz ruhig. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Mist. Nein, nichts. Wissen Sie, in einer Bank passiert seltener irgendetwas. Hier ist's eher ruhig. Einer Ihrer Kollegen sagte, Sie hätten sich gestern etwas komisch verhalten. Ja, ich fühlte mich nicht so gut. Aber ich dachte nicht, das würde Sie interessieren. Haben Sie etwas an den Armen? Sind meine Arme Teil Ihrer Untersuchung? Nein. Natürlich nicht. Tut mir leid, wenn ich etwas forsch bin. Sehen Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied. Das ist mein Bruder, Markus. Wer hier drauf reagiert? Dieser Typ kommt mir geistig labil vor. Er könnte durchaus der Täter sein. Warum? Das muss ich überprüfen. Was? Haben Sie Zugang zu dieser Art von Papier, Herr Kane? Ja, sicher. Ich warte die Computer und habe somit Zugang zu all unseren Papiervorräten. Dieser Ausdruck könnte sogar von meinem Drucker stammen, wenn Sie darauf hinaus wollen. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie am 26. Januar abends waren? Ich bin diese Fragerei langsam leid. Wenn Sie mich irgendeiner Sache beschuldigen wollen, dann bringen wir es hinter uns. Tut mir leid, aber das sind reine Routinefragen. Mir ist nicht gut. Ich spritz mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Okay. Er verhält sich so komisch. Ich werf mal einen Blick in seinen Schreibtisch, bevor er zurückkommt. Ja, wir schauen uns mal um. Er hat ja zwei Sachen versteckt. Aber das arbeitet ja total gegen Lukas, ne? Da sind sicher Fingerabdrücke drauf.
Daran wird sich zeigen, ob er unser Mann ist. Ja. Hat es ja auch wieder nicht gesehen, wo er die Sachen versteckt hat. Er hat ja zwei Sachen gehabt. Ja, auf jeden Fall. Moment, was ist da? Ah. Shakespeare. Genau wie das Buch im Restaurant. Ist eine Überprüfung wert. Das nehme ich ganz diskret mit. Mhm. Oh, kannst du nicht in den Schubladen nachschauen? Ein Fetzen Computerpapier. Den nehme ich mit. Okay. Geht's wieder? Ja, danke. Ich habe keine Fragen mehr und will Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Ja, dann würde ich mal sagen, spielen wir mit Tyler Miles weiter. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Okay. Ich bin gleich soweit. Alles klar. Das hört sich doch nett an, oder? Gibt's denn was zu feiern? So. Das machen wir mal eben voll. So, den Ofen an. Was ist denn da drin? Ich sehe da nur das Backblech. Oder das Gitterrost. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht, Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler. Okay, okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Okay. Machen wir doch mal. Alten Plattenspieler. Beyond Two Souls. Geil, das war damals natürlich nicht drauf zu sehen. Damals, es kann sein, dass er in der alten Version Heavy Rain abgebildet war, aber Beyond Two Souls. Ist logisch, ne, wegen der Remastered-Version. Ja, schade, dass Heavy Rain und Beyond Two Souls nicht beide auch noch für den PC remastered wurden. Finde ich echt schade. Weil das wäre jetzt ja auch nicht das Problem. Bei Quantic Dreams. Also ich mag diese filmerische Geschichtenerzählung. Mit diesen Quicktime-Events und so einem ganzen Kram. Dance, dance, dance. Ja, das ging doch super. Nun hatte ich alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Na gut, eigentlich kann sie sich das ja schon denken, ne?
So. Das Buch. So, das Buch und das Buch aus dem Restaurant. Wo wurde das denn hingepackt? Ah, da. Beide Bücher stammen aus der gleichen Sammlung und haben die gleiche Widmung. Sie gehören ganz klar derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Ja. Ah, wer ruft denn jetzt an? Immer das Gleiche. Okay, das ist nicht... So, hallo? Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Hey. Okay. So, was haben wir noch? Erstmal das Paper. Sich merken. Und ich denke mal, das sieht jeder, dass das herausgerissene Stück genau dazu passt. Das Lesezeichen stimmt haargenau mit der Börsennotierung auf Kanes Schreibtisch überein. Er hat es definitiv von diesem Blatt abgerissen. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Ey, wir müssen noch ein bisschen weiterschauen. Ja? Also, das ist ja... Es kann auch jemand anders abgerissen haben. Hätte jetzt die Fingerabdrücke jetzt nochmal selber untersucht. Okay, aber... Also, das sind ja nun... Weißt du, wegen zwei Büchern? Naja, egal. Lass einfach klingeln, Schatz. Die atmen gar nicht mehr. Ich glaube, wir lösen die mal eben. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Ja, es ist nun mal so. Mausi. Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Ach Mann, ey, die machen hier alles kaputt, Mensch. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Das hoffe ich auch, ey. Okay. Einmal hinein. Die Tür steht wieder offen. Agatha? Agatha, ich bin's! Lukas! So, hier ist immer noch ein altes Messerchen. So, wo ist denn Agatha? Na gut, eigentlich kann man davon ausgehen, dass die wohl hinten sein wird. Aber trotzdem schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. So, was haben wir denn hier noch? Gut, dann also einmal nach hinten. Warum antwortet die denn nicht? Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich, Sir? Agatha! Das ist doch nicht wahr!
Klasse. Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Na super. Vielleicht hat sie etwas hinterlassen oder irgendwo eine Antwort versteckt. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei antrifft. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Käfig? Ein Krähen oder was? Los nochmal hin. Aber da waren wir doch eben gerade. Hey, in diesem Käfig ist ein Stück Papier. Kommst du da ran? Mist. Die Tür ist fest verschlossen. Ich muss den Schlüssel oder einen Gegenstand finden, um sie aufzubrechen. Ja, das Messer. Komm schon, Lukas. Ey, das müssen wir unbedingt mitnehmen. Was immer das ist. Die Polizei kommt immer näher, Mensch. Ja, das ist natürlich super, dass du jetzt das Messer angefasst hast. Ich hoffe, dass du das dann mitnimmst. So, da nochmal hinein. Naja, Lukas. Komm schon. Oh Mann, der lässt sich aber auch Zeit, ey. Der hat die Ruhe weg. Ein Zeitungsartikel aus dem 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? Bla bla bla. Ey, ich schaff das nicht zu lesen, das wird zu knapp. Wir müssen hier weg. Oh oh, die stehen schon vorne oder was? Da kann ich scheinbar nicht durch. Dann also nach hinten durchs Fenster oder wie? Und raus hier. Raus. Hoffentlich haben wir es noch geschafft. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Hey Kevin, ruf den Notarzt! Da liegt jemand am Boden! Na klasse. Oh. Wäscherei. Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauche nicht lang. Nasta Nachtitlan Quentinet Rafasni. Kastanechli Quechnar. Okay. Jetzt hat er wieder einen neuen genommen. Wir können das alles sehen. Wieder das kleine Mädchen. Ja, was hat es mit diesem Mädchen auf sich? Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Okay, da wären wir. Alle in Position. Verstanden. Jei. Aber zum Glück ist Lukas ja noch nicht zu Hause.
hier wieder irgendwelche Tarotkarten? Nee. Weiß eh nicht, wofür die sind. Ich gehe zuerst rein. Du deckst mich. Okay. Und rein. Was geht hier denn ab? Ey Leute, so sah das Scheiße, nicht aus. Was ist das? Vorsicht. Ich check die Türen. Richtig krank. Alter. Das sieht aus wie Blut da unten. Die ganzen Wände. Alter, das sieht richtig krank hier aus. Ja, ich schaue mich hier mal weiter um. Ey, das ist echt... Das in dieser kurzen Zeit, wo wir jetzt nicht da waren. Ey, das war... Kann ja nur der... Ne, dieser Bösewicht. Weiß nicht, wie wir den nennen wollen. Den Magier. Verdammt! Der ist erstmal weg! Mhm. Scheint so. Ja, was müssen wir hier doch noch finden, oder? Aber ist auch irgendwie nichts Wichtiges mehr da. Ich sehe noch, der übelst ausstrahlt. Gut. Ey. Er rennt über die Straße. Was soll ich tun, Carla? Ihn stoppen. Wir kommen. Verstanden. Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich hab's gesehen, als wäre ich dort gewesen. Agatha ist tot. Wer verrät mir nun, was hier gespielt wird? Tun Sie die Hände hoch! Verdammt! Ja, Leute, und ob wir das heile wieder rausschaffen, ne, erfahren wir dann morgen. Ich beende diesen Stream jetzt hiermit erstmal, machen dann gleich nochmal mit, mit Black Mirror werden wir gleich noch weiter verfahren. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und tschüss, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis gleich. Haut rein, Leute, und danke, dass ihr dabei gewesen seid.